Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes mal möchte ich euch frohe Weihnachten wünschen. Wir haben heute den 24. Dezember. Heute Abend ist Heiligabend und deswegen erstmal wünsche ich euch ein frohes Fest. Und dann geht's heute weiter mit der Aerox. Wir haben sie ja ein bisschen verlängert und jetzt haben wir das Problem, dass das Original-Federbein zu kurz ist, weil der Krümmer viel zu niedrig steht. Ich habe jetzt ein anderes Federbein bestellt und hier haben wir das neue Federbein. Ein Federbein von RDR. 330 mm gibt es noch in 340 und 350 mm. Hier die Feder, sehr schön. Das ist so ein Grau, dunkelgrau. Raus. Dann, jawohl, das passt schon mal. So rein. Von der Länge her erstmal gucken, ob es an sich passt. Auf den Hauptständer geht er jetzt schon mal. Sehr gut. Vorher war nämlich einfach der Hauptständer quasi zu lang, weil die Position nicht gepasst hat. Das sieht jetzt wieder gut aus. Der Motor steht jetzt wieder schön ebenerdig und nicht mehr so nach unten. Auch hier die Position vom Zylinder, wie man sehen kann, ist jetzt wieder in Ordnung. Den Stoßdämpfer machen wir jetzt noch ein bisschen härter. Ja. Dass er nicht so stark federt. Braucht man gar keinen Einstellschlüssel. So, also ich würde sagen, die optische Position passt wieder. Wir sind jetzt quasi, was die Motorblockposition angeht, die Neigung, der Neigungswinkel vom Block, sind wir jetzt quasi wieder im Originalzustand. Die Härte des Federbeins ist mir noch ein bisschen zu weich. Dann des Weiteren kann ich euch jetzt nochmal zeigen, wir haben den Zündkerzenstecker ausgetauscht. Ich habe quasi einen längeren reingemacht. Kann man einfach von der Zündspule abdrehen und einen längeren drauf machen. Jetzt haben wir hier auch wieder eine bessere Länge. Könnten wir also theoretisch den noch ein bisschen kürzen. Oh, und schaut mal, das Kabel für den Temperaturfühler auf dem Zylinder passt jetzt sogar. Das Kabel für den Temperaturfühler passt. Jetzt ist es wieder lang genug. Und wir haben hier noch ein bisschen Luft. Okay, echt cool. Benzinschlauch und Unterdruck ist jetzt auch wieder lang genug. Gaszug ist auch lang genug. Ja, das Kabel für Anlasser und Lichtmaschine passt ebenfalls. Ich habe nur das Kabel hier, den Kabelbinder aufgeschnitten und das Kabel, was vorher hier hinten rumgelegt war, jetzt einfach hier oben rumgelegt. Dann passt es auch. Also, und auch für den manuellen Joke, Kabel passt, alle Kabel passen. Jetzt gucken wir mal hier nach dem Kühlwasserschlauch. Kühlwasserschlauch, also ich habe jetzt hier ein Verbindungsstück, mit dem könnte man den quasi verlängern. Ich habe noch Kühlwasserschläuche da, der ist eigentlich von einer Waschmaschine, um Waschmaschinenschlauch zu verlängern. Müsste allerdings auch mit dem gehen, weil so ist es doch ein bisschen unter Spannung. Das sind ungefähr 6 cm. Was jetzt hier länger sein könnte. Er würde aber auch so drauf passen. Mal ein bisschen federn. Ja, wir sollten den Kühlwasserschlauch ein bisschen verlängern. Vergaser habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Den Vergaser übers Heck machen und dann mit einer Airbox, zum Beispiel die Artec Airbox oder so, an den Vergaser anschließen und die dann hier so seitlich positionieren und festmachen, dann ist der Roller trotzdem nicht zu laut. Das wäre so meine Überlegung. Ja, ansonsten alles passt. Soweit bin ich jetzt tatsächlich überrascht. Federbein ist nice, ist von der Höhe her perfekt. Also 330er Federbein ist eigentlich perfekt, wenn ihr den Motorblock mit der längeren Subframe nach hinten verlegt.
330er Federbein, dann seid ihr auf jeden Fall wieder auf der Originalposition. Wenn ihr es noch ein bisschen höher haben wollt, das Heck als standardmäßig, dann könnt ihr auch einen 340er oder 350er bestellen. Zylinder steht jetzt auch quasi wieder auf originalen Position. Klar, jetzt haben wir hier ein bisschen Luft, aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Es sieht jetzt gar nicht mehr so extrem aus, wie es vorher war. Und ich möchte behaupten, dem ungeschulten Auge oder jemand, der jetzt nicht jeden Tag eine Aerox sieht, dem wird es später, wenn die Verkleidung drauf ist, gar nicht auffallen, dass der Roller knapp 10 cm länger ist. Radstand, also Mitte Vorderreifen, der den Boden berührt, bis Mitte Hinterreifen, der den Boden berührt, haben wir jetzt. Ich würde sagen, gut und gern 1,37 Meter, 1,38 Meter. Dieses Federbein ist doch sehr weich. Habe jetzt nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Weil es allein schon, wenn ich jetzt hinten drauf hebe, drücke, seht ihr, der federt schon stark ein. Und wenn ich jetzt drauf sitze, habe ich hier ungefähr 3-4 cm noch Federwegplatz. Weil er ja dann gut erstmal 3-4 cm einsackt und haben wir ungefähr noch die Hälfte. Das hätte ich ganz gerne noch ein bisschen mehr. Und wenn die Verkleidung drauf ist, wird man von der verlängerten Subframe ungefähr nur noch so ein Stück sehen. So bis hier ungefähr. Das wird man noch sehen. Den Rest sieht man gar nicht mehr. Ich muss sagen, mir gefällt es richtig, richtig gut. Und wenn ihr das jetzt mal mit dem Bild vom letzten Video vergleicht, mit dem längeren Federbein sieht es auch wieder ordentlich aus und sieht nicht so komisch aus. Wir haben schön viel Platz unten zum Grümmer wieder. Das ist alles in Ordnung. Okay, wir stoßen nicht mehr am Dämpfer an. Also, aktueller Standpunkt. Federbeinlänge ist perfekt. Einzige Problem ist, Federbein ist deutlich zu weich. Also sprich, ich habe jetzt hier die Stärke des Federbeins, das Federbein schon richtig stark eingestellt und trotzdem ist es noch so, dass der Roller relativ weit einsinkt. Problematik wird, dass beim Draufsetzen sich hier quasi der Federweg nur noch halbiert. Also und dadurch, dass das Federbein jetzt nicht mehr so steht, sondern in einem steileren Winkel, ist halt auch die Belastung auf das Federbein selbst nochmal größer, weil das Federbein einfach nicht für so einen steilen Winkel gemacht ist. Und ich Befürchtung habe, dass es hier brechen könnte oder hier. Die Halterung hier am Block, das dürfte nicht das Problem sein. Allerdings die Feder selber müsste härter sein und generell stabiler. Also dieser Teller hier ist gerade mal aus Alu. Für eine Standardposition würde es passen. Allerdings für die Aerox ist dieses Federbein meiner Meinung nach zu weich und nicht stabil genug. Ich werde schauen, dass ich hier ein härteres Federbein organisiere. Ich habe jetzt schon mit dem Frank telefoniert, der berät mich da ein bisschen, was ich da am besten machen könnte. Die Überlegung ist entweder ein Motorradfederbein oder eins von einem 125er. Die sind dann in der Regel härter und stabiler. Muss man halt nur die richtige Länge finden oder vielleicht ein Quadfederbein. Ist auch eine Möglichkeit, dass die Härte einfach passt. Werde ich mir jetzt die nächsten Tage Gedanken machen, was man da am besten holen. Ansonsten die Länge passt perfekt. Ja, ansonsten Leute, viel mehr gibt es aktuell nicht zu erzählen. Es bleibt also spannend mit dem Projekt. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich freue mich schon drauf, wenn wir dann hier fertig sind und dann die erste Fahrt machen können. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao mit V.